Herzlich willkommen bei Nadja Nero TV. Heute gibt es mal wieder ein Pole Dance Basics Video und zwar von unserem wunderschönen Trick, dem Butterfly. Ich würde sagen, das ist ein, ja, so ein Early Intermediate Trick. Also zumindest wenn man den normalen Butterfly macht, ist es auf jeden Fall so ein Early Intermediate Trick. Vielleicht sogar ein Upper Beginner Trick, je nachdem, wie man halt die Level einordnet. Meine Stimme ist leider noch nicht ganz on point. Letztes Wochenende, wenn wir es hochladen, das ist nicht mehr letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor, egal. Aber war ich nämlich auf einer Hochzeit und habe gut gefeiert. Also, falls ihr noch jemanden braucht, der gut feiern kann, ladet mich gerne zu eurer Hochzeit ein. Ich hoffe, ihr mögt mich auch mit meiner rauchigen Stimme. Und zwar, wie gesagt, es läuft wie immer. Ich werde euch einmal den Butterfly zeigen aus dem Outside Leg Hang gehe ich rein. Und dann einfach mal die wichtigsten Sachen dazu erklären. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ein Folgevideo mit ein paar Variationen davon. Aber erstmal zu den Basics. Wir starten. Ich zeige erstmal und dann mit Erklärung. Was habe ich gemacht? Ich war einmal im Outside Leg Hang. Ich zeige es auch gleich nochmal beim Machen, aber erstmal kurz die Theorie so. Ich bin in dem Outside Leg Hang. Dann versuche ich den inneren Arm zu lösen. Das heißt, in dem Fall mein rechter Arm. Also mein linkes Bein ist im Outside. Dann geht mein rechter Arm runter. Und dann drehe ich den Oberkörper wirklich zur Stange und drücke mich unten weg. Und dann kann ich mit meinem Bein schön über die Seite nach hinten schwingen. Genau. Wichtig ist natürlich, dass wir die Hand an der richtigen Stelle ansetzen, um zum Wegdrücken. Aber da sage ich gleich noch was zu. Also, ich bin einmal im Outside. Dann, meine rechte Arm geht nach unten, nicht gestreckt, weil wir wollen uns ja noch wegdrücken können. Dann drücke ich mich unten weg und mein hinteres Bein schwingt einmal mit nach hinten. Dann kann ich wieder rauskommen, zurück, Beine an die Stange drücken und nach unten kommen. Was auch wichtig ist, ich würde unten auf jeden Fall bei der unteren Hand den Zeigefinger rausnehmen. Dann haben wir noch ein bisschen bessere Stabilität, das ist auch besser fürs Handgelenk. Und natürlich ist es auch wichtig, habt ihr ja gerade gesehen, habe ich auch gezeigt, dass ihr den Arm so ansetzt, dass er leicht angewinkelt ist, dass ihr euch dann auch noch wegdrücken könnt. Also ihr sollt nicht mit dem Oberkörper zu nah an der Stange sein. Ich mache das auch nochmal von der anderen Seite. Also. Ich bin hier. So, hier bin ich. Jetzt, hallo, hier bin ich. Und dann nehme ich den rechten Arm, der Arm, der näher an der Stange ist, nach unten und angewinkelt. Und jetzt gleichzeitig drücke ich mich weg und nehme das Bein nach hinten mit. Wie gesagt, also, wir fassen zusammen. Wir sollten natürlich einen Outside Leg, also ich finde persönlich, dass das die leichteste Variante ist. Natürlich gibt es, wie gesagt, andere Varianten dazu. Kommen wir wahrscheinlich dann einfach im nächsten Video. Aber das ist für mich die Variante, die, so habe ich es auch am Anfang als erstes gelernt und ich finde die eigentlich am leichtesten und am sichersten, weil man auch direkt schon in der Kniekehle drin ist erstmal und genau, es geht dann nur noch um dieses zur Seite drücken. Genau, denk nochmal dran, Oberkörper dreht sich zur Stange, Hand geht an die Stange, aber leicht gebeugt, damit wir uns noch wegdrücken können und dieses Wegdrücken und das Bein nach hinten, das passiert eigentlich zur gleichen Zeit. Genau, das war jetzt erstmal der ganz normale Butterfly. Im nächsten Video zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal den Extended Butterfly und noch ein paar Möglichkeiten, ja, wie man in den Butterfly reinkommt. Würde mich sehr, sehr erfreuen, wenn euch das gefallen hat und ihr dann auch meinen Channel abonniert, falls das noch nicht geschehen ist. Und was findet ihr hier? Ihr findet tolle Pole Dance Tutorials, ab und zu auch mal Aerial Stuff. Wir haben Stretching, wir haben Workouts zum ersten, zum zweiten. Abonniert.